are blowing up my phone, but I just wanna be alone. Anything come and go, everything come and go, so I just stay in my zone. I need me a drug to be happy, pathetic and I say it sadly, but I make it buff from the backseat. What I'm gon' say when they ask me, no. When in the booth, you already know the boy. These bitches are making the table look corduroy. Hi, ich bin Ferdi und ich bin mega geblendet von der Kamera. heute haben wir einen Audi S5 umgebaut, ein Sportback diesmal. Ebenfalls einen Sounderzeuger bekommen. Keine Abgasanlage, das heißt weiterhin unser Active Sound, gekoppelt an das Audi Drive Select und mit Handy-App-Steuerung. Und was haben wir hier zusätzlich noch gemacht? Eine Leistungssteigerung, das heißt der serienmäßig 333 PS starke 3 Liter V6 Kompressormotor fährt jetzt mit ungefähr 400 PS VMAX offen. Und es handelt sich um Sportback und dafür, dass es so ein Schiff ist, geht das schon ganz schön gut. Ja. Ich muss mich entschuldigen, es regnet. Wir haben selbst mit Allrad leicht ESP-Blinken. Und was ich noch zu erwähnen muss, sorry, wir haben unser Messgerät vergessen. Das heißt, wir können hier keine Zeiten messen. Tut mir ehrlich leid. Bei der nächsten Leistungssteigerung vergesse ich sie ganz, ganz sicher nicht. Dann können wir einmal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Also das Motorsteuerrad braucht in der Regel 100, 200 Kilometer, bis es die volle Leistung freigibt, weil sich halt auch daran erstmal anpassen muss. Aber man merkt halt sofort schon mehr Punch, besonders obenrum halt, dass der Durchzug stärker ist und auch nicht aufhört, quasi den Willen zu zeigen, weiterzuziehen. Und ja, der Sound ist gerade mächtig geil. Man hört es, also das passt einfach super, super harmonisch zum Benziner. Also quasi nicht nur beim Diesel geil, sondern auch beim Benziner ist jetzt ein Sechszylinder. Man könnte natürlich jetzt sagen, ja, mach doch Abgasanlage, das hören wir öfter, haben wir auch bei dem roten S5 damals gehört. Kann man machen, ist aber halt immer eine Preis-Leistungssache, was der Besitzer haben möchte. Will man eine Klappabgasanlage, ist man wieder einen höheren, kostspieligeren Bereich. Will man eine traditionelle Abgasanlage, dann hat man halt Dauerlärmbelästigung. So schalten wir auf den Comfort-Mode. Das System ist komplett aus, wir haben den Serienklang. Ist auch nett, wenn die Abgasanlage warm ist, aber halt nicht so das Maximum. Der Automodus ist jetzt dezent eingestellt. Der ist schon geil. Also der wird unter Last schon richtig schön laut und bollerig. Im Schubbetrieb lässt er nach. Will ich es natürlich hier richtig zeigen, mache ich den Dynamic-Modus an, dann ist er durchgehend voll laut. Ne? Jetzt kommt noch der Innenraum-Sounderzeuger dazu. Das ist quasi jetzt ein Zusammenspiel von draußen und drinnen. Yes. Oh, geil. Und wieder blinkende ESP-Lampe. Sorry, guys. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ganz kurz und knapp. Schaut euch das Auto gerne an. Hat hier innen drinne, die ganzen Zierleisten sind mit Carbonfolie überzogen. Sieht schon ziemlich cool aus. Hier sieht man es nicht, weil hier ist es nämlich nicht. Hier ist es nämlich hier. Hier haben wir so eine Carbonfolie. Ist auch bei den Türen noch weiter. Sieht schon richtig geil aus. Passt hier zum Sportback. Der ist ja von der Farbe sehr dunkel. Das heißt, das harmoniert insgesamt. Also das Spiel von innen und außen passt einfach sehr gut. Gut, ich hoffe, das Auto hat euch gefallen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, teilen, liken. Bis zum nächsten Video.